Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Assassin's Creed Brotherhoods. Im letzten Part haben wir ein bisschen die Villa der Auditor erkundet mit Desmond. Und mit Ezio sind wir endlich in Rom angekommen, wo wir Machiavelli finden müssen. Ezio sieht es noch nicht ein, dass er älter geworden ist. Und 1500? Ja, das. Wie alt ist das ungefähr? Ich glaube, so irgendwas mit 30. 30, 40? Irgend sowas um den Dreh. Man annimmt, dass er mit 18, 20 so irgendwas bei Assassin's Creed 2 angefangen hat. Und dann 22 Jahre fast vergangen sind. Bis wir hier ankamen. Ja, wird schon passen mit 38 so irgendwas. Und 1500, wie gesagt, ist das auch schon alt? Könnte schon in den Ruhestand gehen. Also suchen wir das Mausoleum. Bauer widersetze sich der Verhaftung. Na kommt, wir werden ihm mal zeigen, wie der Hase unter den Borgia läuft. Machiavelli kann wahr. Naja, wir haben direkt wieder neue Ziele. Das war gar nicht mehr. Muss ich die verfolgen oder einfach ausschalten? Nicht verfolgen, okay. Ich war mir nicht sicher. Aber scheinbar müssen wir gelbe Ziele verfolgen, blaue Ziele sind Verbündete und rote sollten wir töten. Gut. Merke ich mir mal vorerst. Immer noch in Menschengruppen untertauchen. Das ist die wichtigste Fähigkeit, die man als Assassine benutzen muss. Zumindest bei Verfolgungsmissionen. Moment, Da Vinci macht Waffen für die Borgia. Irgendwas läuft hier schief. So arbeitet der Mensch auf einmal für die Borgia. Die neuen Sätze für Ablässe sind an den Türen aller Basiliken der Stadt angeschlagen. Jeder kann sie sich ansehen. Hm. Okay, dann muss ja auch irgendwie über die Runden kommen, sag ich mal. Zum Glück stehen hier sehr viele Menschengruppen rum. Die Lage ist so hoffnungslos, dass sogar die Katzen verschwinden. Ich schwöre, ich lief vom Colosseo zum Palazzo Orsini. Nicht aus den Augen verlieren. Das
Glück läuft die Menschengruppe mit denen mit. Oh, das ist auch egal. Okay. Da hat mir jemand geholfen. Bei Nordim. Sie war eine Schönheit. War sie? Bis dieses Schwein sie schändete. Ach, hätte er sie doch umgebracht. Hätte er meinen Schatz doch einfach umgebracht. Menschen, die sie aufwachsen sahen, jubelten, als er sie bespuckte. Sie lächelten als ihr Genick. Ich verstehe. Wie könnt ihr? Meine Livia war unschuldig! Ich verlor meine Familie am Kalten. Durch Verrat. Die Carnefice sieht von seinem Haus auf dem Hügel aus zu. Er droht mich zu hängen, wenn ich sie abschneide. Ja, okay. Gut, Gerichtssatz. Il Carnefice wohnt auf dem Hügel über dem Galgen. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Vor der Synchronisation das Ziel mit der versteckten Klinge eliminieren. Wir kommen jetzt nämlich auch zur Mission. Wenn ihr bereit seid, schneidet sie ab. Ich kümmere mich um Il Carnefice. Okay, wie gesagt, kommen jetzt auch Zusatzmissionen, nicht nur normale Missionen. Da wir volle Synchronisation zusammenbringen möchten, müssen wir ihn mit der versteckten Klinge erledigen. Heißt allerdings nicht, dass wir unentdeckt bleiben müssen. Dass es natürlich einfacher geht, wenn wir ihn unentdeckt erledigen. Gute Arbeit da unten. Nicht meine Beste, aber es ist schwer bei so schlechtem Material. Requiescat in pace. Jetzt andiamo! Bereit? Ora! Können wir ihm ja sagen, dass er sie abschneiden kann. Na, wie gesagt, man darf ja nicht auf das Hier und Jetzt rechnen. Waren ja alles andere Zeiten zum einen. Und die Menschen haben sich auch verändert, sag ich mal. Ob sie sich in der Zwischenzeit zum Guten oder zum Schlechten verändert haben, ist sei dahin gesagt. Moment, war es gerade hier? Noch gerade ein Subjekt 16 Eintrag oder nicht? Datenbank, letzte Einträge. Santa Maria de Miracoli. Santa Maria di Montesant. Müsste hier sein. Moment, hat es jetzt eigentlich abgeschnitten? Ja, sie hat geschnitten. Da. Tunneleingang. Tunneleingang für. Okay, müssen wir renovieren.
Mit Hilfe der Tunnel kann man schnell durch Rom reisen. Wir können nur durch renovierte Tunnel treten und verlassen werden. Haben wir Geld? Ja, wir haben Geld. Baue ich mal aus. Sind wichtig, da wir eigentlich aus Rom nicht mehr rausgehen. Oder halt, ich glaube, die ganzen Watchers sind ja auch in Rom, von dem her werden unsere Ziele auch alle in Rom sein. Das ist halt der Unterschied zum Assassin's Creed 2 und Brotherhood, beziehungsweise zu der Bruderschaft. Irgendwas ist hier noch von Subjekt 16, was ich eigentlich gerade entdecken will, möchte, finden. Ja. Irgendwas Wichtiges auf jeden Fall. Wenn es nur eine neue Wahrheit ist von ihm. Aber irgendwas lässt sich schon noch hier finden. Da. Okay. Du bist aus dem Raster gefahren. Wo warst du? Weiß nicht. Irgendeine defekte Erinnerung? Vielleicht solltest du aufhören. Schon gut. Ich möchte weitermachen. Cluster 1. Laden. Alle Herren, sie arbeiten nicht, sondern herrschen von oben. Neues Objekt 16 Rätsel. Sie arbeiten nicht, sondern herrschen von oben. Heißt eigentlich, jeder, der nicht arbeitet, muss man hier markieren, glaube ich. Die. Und den vielleicht? Nee. Falsch. Die hören auf jeden Fall dazu. Und wer gehört dann noch dazu? Irgendjemand, der nicht arbeitet. Und die Person eigentlich. Markt. Das ist, glaube ich, ein Bauer. Na, das war's. Laden. Um sich von Sabrini und seinen konzilenten Stirn zu entfernen, tritt das Volk zwei Schritte vor. Moment. Das Volk tritt zwei Schritte vor. Nein. Laden. Sie werden sich immer mehr unserer Existenz bewusst. Wir können uns nicht länger auf das göttliche Recht der Aristokratischen verlassen. Die Herrschaft auszuüben. Wir brauchen ein neues System.
etwas viel substanzielleres. Laden. Oder was? Quarantänezone. Klasse in Quarantäne. Da. Quarantäne aufgehoben. Okay, 9 Subjekt 16 Rätsel werden spannend. Ich schiebe 16 Videodateien hier hin. Hoffentlich ergeben sie Sinn, wenn du sie freischaltest. Ja, Cluster 1. Es gibt insgesamt 10 Cluster. Es sind auf jeden Fall weniger. Okay. Ah, wir sehen schon, die Gegner haben hier Armbrust. So. Oh, es gibt hier Boardchopper, die wir einsammeln können. Werden wir natürlich auch nicht alle einsammeln. So, wir müssen uns ja noch immer mit Machiavelli treffen. Der Teil hebt sich ja ein bisschen von den anderen Zeilen ab. Da ein paar Mechaniken reinbringt, die man so, glaube ich, nicht mehr im Assassin's Creed gefunden hat. Dann. Okay. Ja, das Assassin's Creed Teil hat sich auch nochmal ein bisschen unterschieden von anderen. Okay, ist nicht mal Machiavelli. Oh, da ist ein Dieb. Na, Diebe müssen wir wieder fangen. Oder sollten wir wieder fangen, damit wir Geld erhalten. Oh, er fliegt zu schnell. Na, okay, der ist zu schnell. Sprechen wir mit dem Typen da unten. Oder ist das Machiavelli? Nee, es ist. Ja, es ist Machiavelli. Ezio, welche Überraschung, euch hier zu sehen. Habt ihr nicht nach mir geschickt? Mitnichten. Die Nachricht vom Angriff verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Wir waren überzeugt, ihr wärt tot. Noch nicht. Ich bin noch recht lebendig. Die Borgia dürfen nicht entdecken, dass ihr entkamt. Der Neue in der Stadt. Machiavelli durch Rom begleiten und verschiedene Gefahren auf dem Weg begegnen. Volle Synchronisation. Den Borgia-Hauptmann in das Gerüst werfen, um ihn zu eliminieren. Folgt mir. Erregt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit. Tue ich das je? Ja, eigentlich schon. Zumindest wenn es um Frauen geht, sag ich mal so. Es wäre weise, eine Ausrüstung zu kaufen. Ohne werdet ihr in Rom nicht lange überleben. Ich habe meine Klinge. Er hat an der Basilika gearbeitet. Und die Wachen haben Büchsen. Dank der Borgia. Zum Glück kann ich euch helfen. Grazie. Als mein Schuldner hört ihr vielleicht auf die Vernunft. Falls ich ihr begegne, lasse ich es euch wissen. Wir sind stolz auf unsere gute Qualität. Okay. Ausrüstung. Römisches Schulterteil. Widerstand 3, Gesundheit 1. Und eine kleine Waffe, eine Stilette. Mehr Geld haben wir ja leider nicht bekommen. Bitte kommt jederzeit wieder. Ben, nun könnt ihr die Reise zurück nach Florenz überlegen. Vielleicht.
Aber ich gehe nicht nach Florenz. Oh. Es wird keinen Frieden geben, bis wir uns nicht gegen die Borgia-Familie erheben und die Templer, die ihnen dienen. Ich erinnere mich nicht an solch starke Worte in Monteregione. Woher hätte ich wissen können, dass sie mich so schnell finden und dass sie Mario töten? Rodrigo umgibt sich mit Schlangen und Mauern. Selbst seine Tochter Lucrezia wurde zu einer seiner schärfsten Waffen gemacht. Aber sie verblasst im Vergleich zu dem Mann hinter dem Angriff auf die Villa. Er ist ehrgeizig, skrupellos und grausam ohnegleichen. Gesetz und Moral bedeuten ihm nichts. Er tötete seinen Bruder im Kampf um Macht. Er kennt weder Furcht noch Schwäche. Die, die nicht durch sein Schwert sterben, schließen sich ihm an. Die mächtigen Familien der Orsini und Colonna kriechen vor ihm im Staub und der König von Frankreich steht ihm zur Seite. Nennt mir seinen Namen. Cesare, Führer des päpstlichen Heers. Was er mit seiner Macht im Schilde führt, was den Mann antreibt, das vermag ich nicht zu sagen. Aber Ezio, Cesare hat ganz Italien im Visier und bei seinem Tempo wird er es kriegen. Höre ich da Bewunderung in eurer Stimme? Er versteht es, seinen Willen durchzusetzen. Ein seltenes Talent heutzutage. Ja, allerdings weiß ich nicht, ob das so gut ist, wenn er uns seinen Willen durchsetzt. Beziehungsweise, wenn er seinen Willen durchsetzt. Gerade hinbringt. Sollten wir nicht lieber reiten? Roma ist sehr groß. Als Cesares Feldzüge in der Romagna erfolgreich waren und die Borgia an Einfluss gewannen, haben sie erhebliche Teile der Stadt Rom in Besitz genommen. Diese Stelle können wir nicht benutzen. Oh, der Wille der Borgia ist Gesetz. Was wollt ihr andeuten, Ezio? Stellt euch doch nicht dumm, Machiavelli. Habt ihr irgendeinen Plan? Ich improvisiere. Ja, wir improvisieren immer. Ja. Wir müssen einen Borgia-Hauptmann erledigen. In den wir ein Gerüst reinschubsen. Träum ich das alles nur? Er haut ab! Ich habe ihn! Continua così, mein Herr. Ja, vor Todessehnsucht. Wenn ihr in einem Borgia, lass mich los. Nee, ich lass dich gleich gehen. Aber zuvor habe ich ihn noch ins Gerüst geschubst. Nur weil ihr ein paar Wachen tötet, gewähren euch die Leute nicht automatisch Zugang zum Stall. Ihr habt recht. Wir müssen ein Zeichen setzen. Wartet hier. Ich glaube, Ezio macht's noch schlimmer. Ja, den Turm in Brand setzen. Gute Idee, Ezio. Wird sich Macht demonstrieren und den Turm dran setzen. Und die Leute werden einem dadurch sicher vertrauen. Anscheinend steht dieser Stall inzwischen zum Verkauf. Nach euch. Ja, okay. Steine und Marmor aus den alten Ruinen mit Vorsicht zu entfernen. Ein Teil des Kolosseums. Allerdings, bevor wir hier es weitermachen, werde ich den Part an dieser Stelle auch schon wenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr nicht so sollt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Assassin's Creed Brotherhood wieder. Ciao.